So, da wäre er wieder. Also, Plan ist es, die Dinger hier zu erweitern, also unten mehr davon hinzubauen und das ganze Erz direkt dahin fliegen zu lassen. Sturm. Strom sieht nicht gut aus. Wir produzieren 10 und. Nee, also wir können nichts hier bauen, bevor nicht das mit dem Strom im Griff ist. Um das in den Griff zu bekommen, müssen wir wieder langsamer werden. Das ist doch alles doof. Ich baue die Module hier ein, damit es schneller ist, damit wir mehr Ressourcen bekommen, damit das Ganze besser läuft. Dann haben wir wieder nicht genug Strom und dann. Okay, also. Veränderter Plan für diese und nächste Folge. Nächsten Folgen, denke ich mal eher. Stromsystem weiter ausbauen, dass es endlich mal richtig läuft. Und dazu reißen wir alles ab, was wir nicht brauchen. Was man schnell wieder aufbauen kann. Also, die schmelzen weg. Die kleinen Dinger hier weg, die brauchen nämlich auch alle Strom. So, und alle Schmelzen, die noch aktiv sind, brauchen alle grüne Module. Die da. Und zwar zwei Stück davon. Dafür brauchen die nämlich nur noch 72 Kilowatt im Gegensatz zu 180. Das ist Hammer. Was? Das heißt, davon hätte ich gerne 5 Stück. Strom. Sieht jetzt schon besser aus, was wir damit zu tun haben, dass es jetzt mehr Sonnenlicht reinkommt. Was haben wir noch, was nicht wirklich gebraucht wird? Oh, du kannst erstmal weg. Ich glaube, du bist voll genug, ja. Damit es hier immer schön weiterläuft mit der Kohle. Wir brauchen mehr Solarzellen, das ist klar. Hier sind Sachen, die. Okay, Transportbelts verbrauchen keinen Strom, aber die Dinger hier verbrauchen Strom. Die Ärmchen. Auch nicht viel, aber ne, läppert sich. Hast du irgendwas drin? Nö, kannst mit. Weg, 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 weg. Alles weg. So, lauter Rohre, die müssten eigentlich auch weg, aber die sind beim Stromproblem nicht so wichtig. Ha, hier, eine Fabrik. Ist da noch irgendwas drin, außer Öl? Nö. Könntest theoretisch Fässer herstellen. Ja, warte mal, wir machen die Rohre hier mal leer. Indem wir hier eine Provider-Chest hinstellen. Was wir nicht können, weil wir keine roten Chips haben. Weil ich würde schon ganz gern das 50 Rohöl hier, die 150 da und alles, was in den Rohren selber noch ist, auch noch verbrauchen. Kommst du aber mit. Also das merken wir uns für später. Hier kann nichts weg, hier kann nichts weg. Einer von denen könnte. Oh, du bist leer. Du kannst weg. Hier nichts, hier nichts. Die Ärmchenproduktion. Die zwei können weg. Es wird werden maximal die zwei hier arbeiten. Motorproduktion läuft komischerweise durchgehend. Was ich nicht ganz verstehe. Weil eigentlich müssten noch 100 hergestellt werden und die müssen dann zu roten Engines umgebaut werden. Und sobald 100 rote Engines hergestellt wurden, ist Schluss mit lustig. Weil mehr wollen wir gar nicht haben. Bei Skynet. Skynet. 10. Nee, hier können ruhig 100 hin. Ja, okay, das kann also auch weiterlaufen. Rote Chipfabriken arbeiten auch immer nur zwei Fabriken. Immer nur zwei? Immer nur zwei. Weg, weg. Die arbeiten das okay. Die arbeiten das okay. Also die arbeiten jetzt gerade nicht, aber rote Tränke brauchen wir halt immer mal wieder. Genauso wie grüne und hellblaue. Zahnradfabriken. Weg, weg. Das könnten wir eh komplett umbauen. Ähnlich wie da oben mit dem Draht. Weiß ich gerade gar nicht. Es ist schwer zu berechnen, was jetzt effektiver ist. Also wir haben jetzt hier drei von den Ärmchen, das wären schon mal 100 Kilowatt. Plus die Ärmchen hier. Entweder das oder wir machen das Ganze wieder mit Requester-Chests und Passive-Provider-Chests. Aber ich denke, die Roboter verbrauchen mehr Strom.
Wird trotzdem langfristig auch umgebaut. So, du hast noch Kohle, aber keinen Platz auf dem Band. Das ist in Ordnung. Wie schaut's hier aus? Du beförderst gar nichts. Kannst auch weg. So. Was macht der Strom? Produktion höher als... Nee. Consumption ist nicht ganz ausgefüllt. Grrr. Steam Engines laufen alle. Wir könnten natürlich mehr Steam Engines bauen, aber Steam Engines sind doof. Oh, 14 Solarzellen. Her damit. Komm, 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 lass mich raus. Ich muss Solarzellen aufbauen. Mit nervigem grünen Licht. Komm raus da. So. Da setze ich lieber ein paar neue Lampen, als dieses eklige grüne Licht durchgehen zu haben. So. Viel besser. Viel, viel besser. Strom. Da. Da, da. Und ich weiß nicht, was mich vor ein paar Folgen geritten hat. Also vor ein paar Folgen wage ich mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, boah, haben wir viel Strom. Wir nutzen gerade mal 10% von dem Strom, den wir produzieren. Ich glaube, ich habe einfach das hier falsch gelesen. Ja, höchstwahrscheinlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals so einen großen Überschuss hatten. Aber na gut. Arbeiten jetzt stark dran, dass wir wieder einen Überschuss haben. Auf dass wir den Überschuss dann später wieder verheizen können für mehr Eisen. Und anderes Zeug, aber primär wird es Eisen sein. So, sehr schön. Hilft uns jetzt nachts nicht, aber demnächst wieder. Das ist gut so, das ist okay so. Roboports brauchen wir alle. Die sind der größte Stromabnehmer. Bei weitem. Warum kriegen wir jetzt schon wieder Strom? Ist doch gerade erst Nacht geworden. Das ist tierisch komisch. Oh nee, ich kann jetzt keinen Minecraft-Trick benutzen, oder? Indem ich einfach hier überall Glowstone-Lampen hinsetze und dann kriegen die trotzdem Solarenergie? Das wäre sehr komisch. Steigt. Ich setze mal noch ein paar Lampen und gucke. Aber ich glaube, es ist einfach nur, dass der Tag- und Nachtrhythmus in dem Spiel ein bisschen komisch ist. Wäre sie ein Binärsternsystem? Da. Da. So, was sagt der Strom? 2,7. 2,8. 2,9. Aber es wird überall anders auch heller. Also nee, es ist zwar gerade erst Nacht geworden, aber es wird schon wieder Tag und dann wird es gleich wieder Nacht. Jetzt sind alle Lampen aus. Du füllst dich? Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Noch schöner wäre es, wenn meine Chips sich hier füllen würden. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich mir die abzwacken kann. Wir haben ja die blauen Chips ausgestellt, richtig? Das heißt, die roten Chips müssten sich hier oben sammeln. Genauso wie die grünen. Zack, zack. 100, 100. Es fehlen Kupferplatten. Nicht ernsthaft, oder? Okay, ich gehe mir mal Kupferplatten mopsen. Nicht hier, nicht da. Sondern bei den Storage Chests. Hier irgendwo. Erstmal kann das Holz weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die Heavy Armor kann weg. Alte Stromdinger können weg. Normale Ärmchen können weg. Science Packs können weg. Drei davon können weg. Okay. Kupferplatten. 100 Stück. So, ich hätte gerne davon welche. Wo sind die ganzen grünen Chips hin? Ich hätte schwören können, ich hätte eben gerade 100 Stück oben aus dem roten Ding rausgenommen. Aus dem blauen Chip-Fabrik-Kisten-Support-Provider-Ding. Ich guck nochmal. Okay, es sind 15 Stück jeweils, ne? Pro Solarzelle. Ich klamme trotzdem neue. So. Lalala. Ist hier oben alles okay? Schwefelsäure ist gut.
Petroleumgas ist so lala. Aber theoretisch müssten jetzt ja die Ölfässer hier angeliefert werden. Irgendwo. Scheint aber nicht sehr häufig zu passieren. Du kippst Öl aus, ja. Ja, kommen an, aber sehr langsam. Schade. Aber na gut, neue Solarzellen und die Akkus füllen sich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Weiter ausbauen, weiter ausbauen. So. Und dann könnten wir theoretisch Aliens jagen gehen zwischendurch. Wobei ich gerade nicht den... Also es macht Spaß. Aber ich sehe gerade nicht den Sinn. Lab Efficiency erforschen wir gerade. Brauchen wir aber gar nicht wirklich. Was wir eigentlich hätten erforschen sollen, ist die hier. 40% weniger Energy Consumption. Und es gibt noch eine Stufe höher. Haben die denn jeweils 50%? Dann könnte ich 100% weniger Stromverbrauch machen meiner Maschine. Das wäre krass. So. Also Solarzellen sind gesetzt. Ich gehe jetzt wieder runter zu denen hier und setze überall die grünen Dinger ein. Haben wir schon. Rein da, rein da, rein da, rein da. Zeigt mir, wie sich die Akkus füllen. Akkus füllen sich. Sehr schön. Was haben wir noch? Theoretisch alle Fabriken. Ich müsste alle Fabriken mit grünen Modulen bestücken. Das ist jetzt nicht so gut. Was ich aber machen könnte, ist aus den Fabriken die blauen Module rauszunehmen. Ich weiß allerdings nicht, wo ich das gemacht habe. Ich glaube, bei den Chipfabriken habe ich das gemacht. Wo es nichts bringt, genau. Zumal die hier auch gar nicht angeschlossen sind. Die können erstmal weg. Raus, raus. So. Jetzt dürfen wir definitiv keine Stromprobleme haben. Naja, das ist nicht wirklich definitiv. Warum? Okay. Also wir haben ganz leichten Überschuss. Und die Akkus füllen sich. Aber es wird die Nacht über wieder nicht halten. Also, weiter rationalisieren. Wollen wir das versuchen mit nur einem hiervon? Ich glaube ja. Weil das mangelt ja primär an den Eisenplatten, die hier angeliefert werden. Wir können hier schon mal einstellen, dass du einen größeren Vorrat hast. Das müsste das Ganze ausgleichen. So. Alle Roboter sind in Arbeit. Sehr schön. Also, da haben wir auch nochmal optimiert. Die Ärmchen können weg. Die ganzen Fließbänder müssten wir theoretisch abreißen, alles roboterisieren, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wo ist hier das Problem? Wir haben überall Probleme. Achso, grüne Chips mal wieder, ja. Das heißt, theoretisch könnten wir die beiden unteren abreißen, richtig? Ich weiß nicht. Die werden niemals durchgehen arbeiten, alle vier. Dafür haben wir viel zu viele Abnehmer für Chips. Was ist mit Skynet? Skynet brauchen wir... Oh, Chips. Skynet brauchen wir gerade nicht wirklich. Wir haben genug Roboter, ja. Also ich könnte es theoretisch abreißen, dann würde ich wieder 350 Kilowatt oder so sparen. Nö. Will ich nicht. Hier auch wieder. Wir brauchen nicht so wirklich viele Rohre. Wie schaut's aus mit... Ich könnte selber 100 Circuits herstellen? Ja, hau rein. Bau, 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 bau. Dann hätte ich gerne Solarpanels dafür.
Okay, also wir haben rationalisiert, wir haben Module reingesteckt, wo es geht. Oh, wir können 18 neue herstellen. Ja. Wir brauchen allerdings nur noch 6 oder 7 hier unten. Aber die brauche ich auf jeden Fall auch. 10 Stück, so. Und es wird langsam nachts. Warum steigt ihr dann schon wieder? Ich hinterfrag das nicht mehr. Das Licht ist einfach nur komisch. Was bist du? Du bist in der Eisenkiste. Sind die Module fertig? Ansatzweise. Modul rein. Modul rein. Ist schon drin. Hier. Es kommt mir alles aber ein wenig zu langsam vor. Also wir können alles möglichst stromsparend einstellen und so weiter. Aber ich hätte eigentlich so richtig gern so einen Sprung in Energie, dass wir uns wirklich keine Gedanken darüber machen müssen, wie viel Strom wir verbrauchen. Aber ich denke, dafür müsste ich 200 Steam Engines aufbauen. Dafür haben wir nicht genug Kohle. Und es würde doof aussehen. Wobei.